Leben in Halle Silberhöhe, das heißt Armut, Alk und keine Arbeit. Nicht für alle, aber doch für viele. Die Silberhöhe ist ein Plattenbaugebiet zwischen Kraftwerk und Eisenbahntrasse. Hier ein kleines Bad. Wohnraum ist hier preiswert und auch das Bier am Kiosk kostet nur 1,50 Euro. Wer in Halle Silberhöhe groß wird, der hat schlechte Karten, könnte man meinen. Doch ist es wirklich so? Ich werde jemanden treffen, der es geschafft hat. Heraus aus Halle Silberhöhe und heraus aus der Armut. Wir haben jetzt eine Eigentumswohnung gekauft, ja, also das ist unvorstellbar. Wobei ich es immer schön finde, aus so einem Viertel zu kommen oder aus so einem Background, weil du dann das Geschenk des Wohlstands besser annehmen kannst. Du weißt, was es heißt, Wohlstand zu haben. Vor genau einem Jahr hatte ich mich hier in Halle Silberhöhe schon einmal umgeschaut. Viele schilderten mir damals, warum sie von Hartz IV leben und warum es so schwer wäre, richtige Arbeit zu finden. Erzähl mal einen Arbeitgeber, du kommst aus dem Knast und bist ein Subsidiprogramm. Wer nimmt dich da? Warum die einen den Absprung schaffen und die anderen ihr ganzes Leben auf Sozialhilfe, Hartz IV oder Bürgergeld angewiesen sind, das habe ich mir genauer angeschaut. We gotta get out of this place. If this is the last thing we ever do. We gotta get out of this place. Girl, there's a better life for me and you. Am sogenannten Würfel in Halle Silberhöhe treffen sich die Menschen schon morgens zu einem Kaltgetränk. Einer von ihnen ist der 33-jährige Patrick. Er weiß Bescheid. Die meisten, die hier so rumstehen, ja, von um 9 bis um 10 Uhr, alles hat schon Fänger. Ja. Leider ist es so. Weil nicht viele kriegen Arbeit. Ja. Und wenn dann Leute hören, die sagen, aus der Haft kommst, und dann noch schwerer an Arbeit zu kommen, ja. Ist einfach so, ist Fakt. Ich will arbeiten, aber manche wollen mich halt nicht haben. Ist schwer zu glauben, aber ist, ja, man kann sagen, jeder, der Arbeit finden will, findet noch welche. Oder Arbeit sucht, findet noch welche. Ja. Stimmt der Spruch? Nee, nicht wirklich. Da ist nichts dran, ne. Straßenbau. Hast du gelernt, ja. Aha, okay. Und hast du in dem Beruf gearbeitet? Angefangen, aber halt nicht zu Ende geführt, ja. Stoff, Drogen, wie es halt so ist. Ja. Braucht man nicht rumlügen, ist halt so, ja. Ja, ich bin stolz drauf, was halt passiert, ja. Und fertig. Danke. Das war's. Patrick saß schon 10 Jahre seines Lebens in Gefängnissen wegen Körperverletzung, Diebstahl und Drogendelikten. Ein knappes Jahr nach unserem ersten Treffen sehen wir uns wieder. Patrick will mir sein Zuhause zeigen und erzählen, wie er bisher gelebt hat und warum es bei ihm bisher nicht gelingt, aus der Armutsfalle herauszukommen. Ja, dennoch. Zunächst gibt es ein weiteres Bier. Es ist kurz nach 11:30. Wie viel der Bier ist es heute? Oh, das ist doch nicht gezählt. Zählt sich lange nicht mehr mit. Jeden Tag kommt Patrick in die Silberhöhe, um sich in einer Arztpraxis Ersatzdrogen abzuholen. Er ist in einem Substitutionsprogramm. Dann fahren wir ans andere Ende der Stadt zu seiner Wohnung. Auf die Wohnung ist er stolz. Viele Jahre hatte Patrick nichts. Er war obdachlos. Wie lange warst du auf der Straße? Auf der Straße? Oh, du warst zu lange, glaube ich, zu lange. Hatte nur das immer. Grob auf dem Taumelbein vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Eine scheiß lange Zeit auf jeden Fall. Wirklich eine sehr lange Zeit auf jeden Fall. Mit 18 Jahren hatte Patrick schon einmal eine Wohnung, aber nur für kurze Zeit. Diese verlor er, kam in den Knast, wieder raus, Obdachlosigkeit, wieder Haft. Und nun endlich diese eigenen 4 Wände. Wie viele Zimmer hast du hier? Ein Raum. In diesem einen Zimmer kümmert er sich um sein Haustier und um seine Pflanzen. Die Wohnung ist tipptopp aufgeräumt und sauber. Doch sie strahlt auch Einsamkeit aus. Platz für eine Partnerin ist nicht eingeplant. Auch ein Tisch oder eine Couch zum gemeinsamen Essen oder Quatschen gibt es hier nicht. Ich habe keine Familie oder Oma, Opa oder Onkel und Geschwister habe ich viele auf jeden Fall, also, das heißt viele mit minus 7, aber ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie ein schwarzes Schaf in der Familie. Ja, man wird ja nicht als schwarzes Schaf geboren. Richtig, ja. Man tut sich ja für irgendwann für einen Weg entscheiden, in die Mitte, links oder rechts. Und da hat es angefangen, das übel. Es war aber da klar gewesen, wer ans Heim kommt,
kann auf lange oder Dauer halt kein normales Leben führen. Geht irgendwann nicht. Weil da alle irgendwie mit den Köpfen ein bisschen schräg sind. Hm. Hm. In wie vielen Heimen warst du? Drei verschiedene. Drei verschiedene. Hast du Erinnerungen an zu Hause? Nee, die auch nicht. Also was die Räumlichkeiten betrifft oder Haus oder irgendwas, keine Ahnung. Also daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Und an deine Mutter? Auch sie sich nicht, noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die aussieht. Kann ich nicht. Anders Helm auf jeden Fall. Das Fehlen der Familie und das Aufwachsen in Kinderheimen ist ein Wunderpunkt. Jedoch scheint es das zentrale Thema für ihn zu sein. Dass er im Substitutionsprogramm ist und eine eigene Wohnung hat, sind riesige Fortschritte. Patrick versucht, sein Leben zu ordnen. Die Suche nach Arbeit spielt dabei noch keine Rolle. Kinderheim, Obdachlosigkeit, Knast. Patrick hat es wirklich nicht leicht gehabt. Aber kann man sich sein halbes Leben darauf berufen, dass die Kindheit schlecht war? Was meint ihr? Bitte schreibt uns hier in die Kommentare. Zurück in Halle Silberhöhe. Hier treffe ich jemanden, der im Viertel aufwuchs und dessen Vater Alkoholiker ist. Der junge Mann hat es aber doch geschafft, sich von Hartz IV zu lösen. Es ist Tom Kesselhut. Nun lebt der 31-Jährige in Leipzig und hat sich dort vor kurzem eine Eigentumswohnung gekauft. Wie kam es zu diesem Aufstieg? Ich kann mich erinnern, das ist eine lustige Geschichte. Ich war jung und lag in meinem Bett. Und ich seppe im TV rum und auf einmal sehe ich auf MTV Tokyo Hotel durch den Monsun, das Video. Und ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Was sind das für Jungs? Und zwei Jahre später sind die reich, riesengroß. Ja. Und das hat mich damals sehr motiviert, das weiß ich noch. Da dachte ich, ey, wenn die es so schaffen und wenn die da kämpfen aus Magdeburg, dann, also Mensch, man muss einfach nur mal loslegen, ja, und nicht faul rumlungern vielleicht. Ich habe dann Jura studiert, dachte, oh, wirst du halt Anwalt, verdienst ein bisschen Geld. Aber ich habe Jura überhaupt nicht gemocht. Es war langweilig und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe es nur gemacht, weil ich dachte, das ist der Weg. Und dann dachte ich leider schon mit jungen Jahren, also versuchst du mal mit Poker. Und dann habe ich dann angefangen, viel Live-Poker zu spielen. Bin oft nach Tschechien gefahren, dort in Casinos. Viel Online-Poker. Und ich habe das Geld, was ich im Monat gemacht habe, es waren 800 Euro, kann man sagen, 400 Euro als Kassierer, 400 Euro BAföG. Ja, der Staat gibt dir 400 Euro eigentlich fürs Studium und ich habe es nur verzockt. Und da habe ich dann jahrelang versucht, es zu schaffen, wirklich ein sehr dummer Gedanke jetzt im Nachhinein, es mit Glücksspiel, mit Poker zu schaffen, was nie geklappt hat, wenn man ehrlich ist. Es gab natürlich mal einen Abend, da hast du mal ein Turnier gewonnen, kamst nach Hause, da konnte ich der Mama 1000 Euro hinlegen. Aber dann war Tom doch erfolgreich. Zwar nicht mit Poker, aber mit Online-Spielen. Tom machte sein Hobby zum Geschäft. Er spielt Online-Games und kommentiert gleichzeitig das, was er gerade macht. Weil Tom witzig ist und weil er Englisch spricht, hat er eine weltweite Fangemeinde und großen Erfolg. Tom Kesselhut hat 480.000 Follower allein bei YouTube, viele von denen in Asien. Bei Games wie Heart of Iron 4 geht es darum, historische militärische Schlachten nachzuspielen und bessere Strategien zu entwickeln als die historischen Kriegsherren. Damit verdient Tom inzwischen über 10.000 Euro im Monat, verrät er mir. Ich erkläre es mal so, ich sitze an einem Tisch mit einer Maus und einem Keyboard, spiele dort ein Videospiel, links steht eine Kamera und ein zweiter Monitor, wo ein Livestream-Chat, wo echte Menschen schreiben und dort spiele ich Spiele. Kommentiere das, bin dabei lustig, manche Leute finden das dann toll, gucken dich jeden Tag, lassen auch ein bisschen Geld da und so verdient ein Streamer sein Geld. Das ist sehr interessant. Am Anfang, vor Jahren, ging es doch viel ums Spiel in dieser Nische, viel ums Spiel. Heutzutage geht es viel mehr um die soziale, parasoziale Verbindung zwischen dem Zuschauer und dir. Du redest über Politik, du redest über die neuesten Ereignisse, du redest über Geschichten, über Gefühle. Und das lieben die Leute. Die Leute hören zu, die Leute fühlen sich verbunden zu dir, kommen dann immer wieder zu dir, gucken dich immer wieder. Und so entsteht diese Verbindung zwischen Zuschauer und Content Creator, die riesengroß mittlerweile ist und viel größer ist als das einfache Spiel nur. Und es ist wirklich, wirklich fast schon privat heutzutage. Hin und wieder kommentiert Tommy K., so sein Online-Name, auch Videos. A big TV station in Germany, MDR, which is the middle German TV station, has released a 30-minute documentary or bit about my hood, where I was raised for 27 years, man. Er sah online meinen ersten Film über Halle Silberhöhe und war begeistert davon, seinen Heimatort auf YouTube und im TV zu sehen. Und ich war begeistert, dass Tom meinen Film seinen Fans präsentierte. Vielleicht anbietet, ja, den weiß ich.
This is a tunnel. If you want to buy drugs, you have to go here at night, and in this tunnel, they will sell you the drugs. And this right here is a Netto. It's a shopping mall where my dad goes every morning at 8 and buys his alcohol. Bevor Tom Kesselhut jedoch seinen Durchbruch schaffte, jobbte er in einem sehr speziellen Supermarkt. Genau, und hier sieht man das Netto, wo ich 7 Jahre Kassierer war, als Minijobber. So muss man überleben. So hat man sich auch im Viertel sehr connected. Also die Kunden natürlich, vor allem viele Ältere, kannten einen dann. Ich war auch ein netter Kassierer, der immer mit Leuten geredet hat, da nicht sehr abweisend war. Und so ist dann eine gute Verbindung stand. Aber eben auch, man sieht hier den Sozialblock, ja, wo wirklich die harten Jungs waren. Und dementsprechend waren hier immer Stress mit Diebstahl und irgendwelchen Schlägereien. Oder die haben halt auch viel geklaut. Immer das schöne Stierbier haben sie geklaut. Ja. Dieser Bereich ist mir auch noch sehr bekannt, weil viele Diebe, die hier waren, oft wegrennen wollten. Da konnte ich mich sportlich ein bisschen betätigen. Hier musste ich oft Leuten hinterherrennen über die Straße. Das war auch immer sehr interessant. Ja. Grüße dich. Mensch. Ja, ich gehe hier rum mit dem Fernsehen und die wollen gucken, wie ich aufgewachsen bin und wie alles hier früher lief und so. Kannst du ja mal reingehen. Darf ich das? Klar. Echt? Ich dachte, die Chefin, also du bist ja der Chef. Ich bin nur Chef. Das ist meine alte Chefin, jahrelang die beste Chefin, die ich vorstellen kann. Ja, also wir hatten immer viel, viel Spaß. Ey, manchmal vermisse ich es sogar. Manchmal denke ich mir echt, ich würde gerne noch so eine Schicht machen. Na, manchmal kannst du mal einfach nur mal so vorbeigekommen. Ja, und manchmal träume ich sogar noch von den alten Nummern. Vom Stierbier 8477 und sowas. Nein, 8420. 8420, siehst du. Ja, das war Gurke. Ja, Gurke. Also ich habe auch manchmal noch Träume, wie ich hier bin. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Oh Gott. Ich fand, mal so einen Job zu haben, war gut für den Charakter. Man hat mal gelernt, was das heißt. Ja? Also ich fand es schon schön, dass ich nicht reiche Eltern hatte, die mir einfach mein Studium bezahlen konnten. Ich musste halt in so einem Viertel hier im Einkaufsladen arbeiten. Und das hat mir auch viel gebracht. Und vielleicht sehen wir auch das legendäre Stierbier. Da ist es. Mein größtes Trauma im Leben. Das ist Stierbier. Und das wurde jeden Tag massenweise geklaut. Und ja, immer hier saßen sie immer, haben sich einen Rucksack voll gemacht. Ich habe mich auch manchmal beleidigt gefühlt. Da denken die nicht, ich sehe das nicht. Denen war das komplett egal, ob ich das sehe. Und ja, dann gab es hier immer Wilder Westen, war das hier. Ja, und hier, das ist immer wichtig, die öffnete sich immer etwas langsamer. Also hatte ich immer Zeit, den Dieben hinterher zu rennen. Da konnte man immer die noch hier greifen. Man kann es so erklären, ja. Die Chefs gucken weg. Wir sind versichert, lass die klauen. Viele Kollegen, ja, Riatzen, 2 Meter große Leute, lass die klauen, ich möchte mich hier nicht bedrohen lassen, ja. Und ich saß jeden Tag an dieser Kasse und dachte, was machen wir denn hier? Die Leute gehen raus und klauen und meine Mutter ist im Altenheim und ackert sich ab für ein bisschen Geld und ihr klaut hier. Und dann fing es an bei mir, dass ich mir dachte, ey, hier muss was passieren. Einer, den Tom von früher aus dem Supermarkt kennt, ist Sven, genannt Karotte. Als ich ihn vor einem Jahr kennenlernte, kam er gerade wieder einmal aus dem Knast. Seit wann bist du draußen? Wo draußen? Aus der Asaft? Ja. Gestern Nachmittag. Gestern Nachmittag? Gestern Nachmittag. Wie lange hast du gesessen? Diesmal insgesamt 12, aber diesmal 3 Monate. Also es waren alles jetzt in letzter Zeit immer Geldstrafen und so. 12 Jahre? Naja, aber nicht am Stück. Also das waren 7 Haftstrafen. Mein erstes Mal waren es 6 Jahre, danach 3 und dann immer kleiner Kleckerbutter hier. Karottes Straftaten? Alles außer Sitte und Mord, sagte er mir damals. Ein knappes Jahr später sehen wir uns wieder. Seit fast einem Jahr ist Karotte auf freiem Fuß. Bei seinem Lebensstil eine kleine Sensation. Wie geht's dir? Supi. Ja? Du bist jetzt relativ lange schon draußen, ja? Meine Umstände, ja. Ja. Karotte malt und sprayt Graffiti. Mit seiner Kunst verdient er sich etwas Geld dazu. Er gestaltet Privathäuser und Innenräume. Da könntest du davon leben, Karotte. Ja, wenn ich nicht so faul wäre, ja. Und das richtig, also wenn ich da richtig dahinter klimpert und so, ich AG oder so einen Kacken, na klar, ich denke mal schon, dass man davon leben könnte, ja. Aber halt, wie gesagt, ich habe zur Zeit so viel Scheiße mit meinen Arbeitsstunden, ja. Ich muss sämtliche Arbeitsstunden noch machen, dann kriege ich schon jetzt den nächsten aufgebrummt, weil ich diesen Monat meine Geldstrafe nicht bezahlt habe. Da habe ich jetzt noch angerufen.
kriege ich schon mal das nächste aufgepumpt. Also ich rechne mal noch mit 400 bis 500 Stunden, die ich jetzt noch mal drauf kriege. Also bin ich erstmal bis Mitte nächstes Jahr beschäftigt. Als wir uns an diesem Tag verabschieden, ahne ich nicht, dass wir uns zum letzten Mal sehen. Anfang März stirbt Karotte im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen von Organversagen. In Halle-Silberhöhe gibt es nahezu doppelt so viele Arbeitslose wie im gesamten Stadtgebiet. Ich habe hier zwei Gruppen von Menschen kennengelernt, denen der Wiedereinstieg in eine geregelte Arbeit besonders schwer fällt. Es sind die mit Vorstrafen und jene, die am Substitutionsprogramm teilnehmen. Vor dem Gesundheitszentrum treffe ich Kerstin und ihre Freundin. Auch diese beiden sind im Substitutionsprogramm. Kerstin kommt einmal pro Woche nach Halle Silberhöhe, um ihre Medikamente abzuholen. Sie darf sie mit nach Hause nehmen. Trotzdem schaffen die beiden es nicht, wieder in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, erzählen sie mir. Ich hatte mal in Bad Lauchstädt im Altersheim gearbeitet. Und da ist was passiert. Nicht meine Schuld, aber leider haben sie mich da rausgeschmissen. Und dann haben sie aber mitgekriegt, dass ich unschuldig war, aber ich habe keinen Helmschild und gar nichts gekriegt. Okay. Was haben Sie da gemacht? Bei älteren Leuten im Altersheim früh die Leute sauber machen und pflegen und essen und Abendbrot, alles sowas. Gepflegt, na, baden, duschen, die Leute, alles. Fehlt Ihnen die Arbeit? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre gerne da geblieben, aber leider. Aufgrund ihrer damaligen Drogensucht bekäme sie als gelernte Krankenpflegerin heute keine Arbeit mehr, erzählt mir Kerstin. Aber wenn die hören mit Drogenproblem, ja, weil man ja einmal in der Woche hierher muss, dadurch findet man keine Arbeit. Ja. Bei wem haben Sie sich, wer hat Sie abgelehnt? Überall, ich habe beim Bäcker, ich war bei uns in Merseburg im Krankenhaus, ich war in Querfurt im Krankenhaus, wo ich meine Lehre abgeschlossen habe und alles. Sobald die hören Substitution, winken sie gleich ab. Man könnte ja Medikamente klauen, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Genau. Gerade in Kliniken und Altenheimen werden oft Morphium und andere starke Schmerzmittel verabreicht. Diese dürfen nicht in die Hände Unbefugter geraten. Warum die Frauen jedoch nicht bei einem jener Pflegedienste anfangen, die händeringend Leute suchen, bleibt unklar. Halle Neustadt. Hier treffe ich Jan Kaltofen, den Geschäftsführer des Jobcenters. Von ihm möchte ich wissen, welche Chancen ehemals Drogenabhängige auf dem Arbeitsmarkt haben. Was die am Ende machen? Ich glaube, hier stoßen wir auch in die Grenzbereiche einer, nennen wir es mal, gesellschaftlichen Randgruppe vor, auch wenn die wahrscheinlich sehr groß ist, wo auch wir an unsere Grenzen stoßen. Weil unsere Aufgabe ist, neben Lebensunterhalt natürlich das Begleiten im Leben. Und da haben wir wiederum zwei Personenkreise. Der eine bleibt in unserer Betreuung und der andere Personenkreis ist eben nicht mehr erwerbsfähig. In Deutschland sind etwa 165.000 Menschen abhängig von Opioiden wie Heroin. Die Hälfte, das sind 80.000 Menschen, werden in Substitutionsprogrammen behandelt. Für die individuelle Betreuung von Menschen, auch solche mit einer Suchtproblematik, haben die Jobcenter jetzt mit dem neuen Bürgergeld mehr Finanzmittel zur Verfügung. Doch sie stoßen hier auch an Grenzen. Man muss fairerweise eins sagen, individuelles 1-zu-1-Coaching kann sich Deutschland nicht leisten. Wir haben aktuell so durchschnittliche Betreuungsschlüssel, ein Coach betreut so zwischen 10 und 20 Kunden. Dann ist aber auch Schluss, dann hat er seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Weil es ist natürlich keine 24-Stunden-Begleitung. Es findet auch im Rahmen von Arbeitszeiten statt, auch mal in den frühen Morgen- und Abendstunden. Aber da gehört genauso dazu, einen Menschen zu Hause aufzusuchen, ihn in seinem persönlichen Umfeld zu begleiten. Also der Coach ist mehr so eine Art Lotse im Leben, wenn man so will. Raus aus der Armut. Leben ohne Geld vom Amt oder einen besser bezahlten Job zu bekommen. Das schaffen statistisch gesehen nur sehr wenige. In Deutschland gehören ca. 20% der Bevölkerung der untersten sozialen Schicht an. Aus dieser unteren Schicht in die nächsthöheren Milieus aufzusteigen, schaffen innerhalb von 4 Jahren nur 40%. Die anderen bleiben, wo sie sind, über Generationen. Zu diesem Ergebnis kommt eine OECD-Studie.
Besonders in Deutschland hängt die sogenannte soziale Mobilität ganz maßgeblich mit der Herkunft und den Bildungschancen zusammen. Kommt her, alle wir sind Silver City. Mit Silver City ist Halle Silberhöhe gemeint, ein Problembezirk. Meistens habe ich sie hier getroffen. Als der MDR vor einem Jahr meinen ersten Film über Halle Silberhöhe veröffentlichte, gab es unzählige Kommentare in den sozialen Netzwerken und Mails an die Redaktion. Viele berichteten von ihren eigenen Lebenserfahrungen. Unter denen, die uns schrieben, war eine junge Frau, die von ihrem Ausstieg aus einem Hartz-IV-Haushalt in ein wohlhabendes Leben erzählte. Diese Geschichte machte mich neugierig. Wir schrieben einige Mails hin und her und dann reiste ich nach Wien. Wien ist die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum und wirtschaftliches Herz der Alpenrepublik. Aus einer wirtschaftlich abgehängten Region in Sachsen in die schicke, mondäne Hauptstadt Österreichs. Wie ist der jungen Frau das gelungen? An einem Abend im Advent treffe ich Michaela und ihren Verlobten Christoph. Michaela ist 29 Jahre und hat bereits die halbe Welt gesehen. Anders als in ihrer Kindheit, als sie die Ferien maximal am nächsten Baggersee verlebte. Ja, ich bin schon sehr viel rumgekommen. Und das, obwohl die Anfänge gar nicht so einfach waren. Also außer, dass ich jetzt in Wien lebe und ein Jahr in Tokio gelebt habe, habe ich schon London mehrmals gesehen, 4-5 Mal. Paris. Aber es war schon lange ein Traum, ein Ziel, wegzukommen, was anderes zu machen. Ich habe im Bachelor studiert Japanologie und Anglistik-Amerikanistik, im Master dann englische Sprache und Literatur. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich empfehle es auch jedem, den ich kenne, denn es erweitert einfach den Horizont auf so vielen Ebenen. Man sieht, wie andere Kulturen funktionieren, wie sie leben. Und dann hat man einen ganz anderen Blickwinkel auf die eigene, auf jeden Fall. Für Michaela und ihre Schwester stand früh fest, wenn sie anders leben wollen als alle, die sie kennen, müssen sie den Heimatort verlassen. Hier in der Nähe von Kamenz wuchs Michaela auf. Sie erzählt mir, dass alle Bewohner in ihrem Plattenbau von Hartz IV lebten. Wie kam es bei ihren Eltern dazu? Meine Eltern haben bei der Bahn gearbeitet, in der Nähe da, wo ich aufgewachsen bin. Und haben Mitte der 90er dann eben ihren Job verloren, weil die Bahn an der Stelle zugemacht hat. Sie hätten weiter wegziehen müssen für eine neue Stelle. Allerdings haben sie das nicht gewollt. Wir waren in der Schule, da wollten sie uns, glaube ich, nicht rausreißen und meine Großeltern waren zu betreuen. Ich habe eine Freundin gehabt, deren Eltern haben beide gearbeitet und die haben in der Gegend gewohnt. Sie haben sich aber dann später entschlossen, da hinauszuziehen und sich ein eigenes Haus zu bauen. Also wenn man einen Job hat, ist in der Regel der Weg raus aus der Platte. Die dort bleiben, bleiben in der Regel arbeitslos. Michaela und ihre Zwillingsschwester machten das Abitur. Die arbeitslosen Eltern unterstützten sie dabei, so gut es ging. Beide Schwestern studierten in Halle, Erfurt und in Tokio. Auf einer Gaming-Plattform lernte sie Christoph kennen. Die beiden verliebten sich. Michaela zog nach Wien und fand einen gut bezahlten Job im kaufmännischen Bereich. Als wir eine Runde mit dem weltberühmten Riesenrad auf dem Wiener Prater fahren, erzählt mir Michaela, dass sie nun im gleichen mittelständischen Unternehmen arbeitet wie ihr Freund. Unterwegs verraten sie mir noch ein kleines Geheimnis. Michaela ist schwanger. Zurück in Halle Silberhöhe. An einem Dienstagmorgen bin ich erneut mit Patrick verabredet. Beim letzten Treffen in seiner Wohnung berichtete er mir von seiner Kindheit im Heim. Unterstützung durch eine Familie hatte der dauerarbeitslose Patrick nie erfahren. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten. So Patrick, du hast Aussicht auf einen Job, ja? Ja. Was ist das? Das wäre Hausmeisterjob auf 520 Basis erstmal. Arbeiten die ersten paar Monate und dann irgendwann, wenn ich ja länger dort arbeite, erhöht sich das ja ein bisschen. Ja? Okay. Mal gucken, aber ich warte die ganze Zeit auf die Leute, die kommen halt nicht. Hast du dir den Job selber gesucht? Ja, ich habe mit den Leuten gequatscht, angefragt und die haben gesagt, ja, die können mir helfen, aber ich warte immer noch auf die Leute, aber die kommen halt nicht. Ihr seid heute hier verabredet? Na, eigentlich um 10 Uhr schon. Wir haben es ja auch schon nach 10 Uhr. Ja. Okay. Ich bin schon nach 10 Uhr. Ja.
37, 11, 37, 10 oder 37 haben wir schon. Also kommen die noch, kann auch sein. Aber besser als hier auf der Straße, die ganzen da rumgammeln ja, und alles. Das ist, muss doch nicht sein. Doch, das ist ja genau das Richtige. Ja, ja, natürlich, Hausmeisterjob ist es halt, ja. Und es ist fast das Gleiche. Machst du da was, machst du hier ein bisschen was. Und halt, wo was kaputt ist, machst du halt Varianz, ja, wenn es funktioniert. Oder auch nicht, ja. Bei Patricks Biografie erkenne ich einmal mehr, wie wichtig Familie ist. In den prägenden Jahren der Kindheit und Jugend braucht es ein gutes Netzwerk von Menschen, auf das man sich verlassen kann. Dieses Glück hatte Tom Kesselhut, der erfolgreiche Streamer. Seine Eltern sind zwar getrennt, doch sie waren immer für ihn da. Einmal pro Woche kommt Tom in seine alte Heimat. Also ich komme öfters in die Silberhöhe, um meine Mutter und meinen Vater zu besuchen. Mein Vater, wir gehen, dass er auch nicht so alleine ist, gehen auch oft einkaufen zusammen. Ne, mein Bester? Hallo. Da ist er. Mach mal auf die alte Tür. Ne? Oh, ein Kleiner. Ich habe mal das Fernsehen mitgebracht. Ich gucke natürlich immer, ob der Kühlschrank voll ist. Weil früher, da war hier immer alles leer, weil das Geld halt woanders angelegt wurde. Aber mittlerweile hat er echt mal einen vollen Kühlschrank. Ja. Ich kann hier nur so einkaufen, wie mein Rucksack hergibt. Ja, oder die Geldtasche. Fahrradfahren geht total einwandfrei. Ich ja selber, ich bin ja nicht mehr drauf gekommen. Früher, ich kam immer her und überall war ein Schramm. Und hat dann nie zugegeben, dass er einfach besoffen vom Fahrrad gefallen ist. Blaues Ohren, Brille kaputt, Zähne weg. Ich habe 2 Bandscheiben-OPs, künstliches Knie. Wenn Sie mal schauen wollen, hier nochmal. Hier. Ja, so sieht das aus, wenn das operiert ist. Ja, ich tippe auf der Arbeit, weil ich war von 79 bis vor 10, 15 Jahren Dachdecker. Und das geht einfach auf den Knochen dann. Kann einer sagen, was er will. Und jetzt in letzter Zeit halt auch den der Alkohol. Weil wer stellt jemanden ein, der auf Deutsch gesagt behindert ist und Alkoholprobleme hat? Also keiner. Seit einigen Monaten ist der Vater trocken. Er zeigt mir seine kleine Wohnung. Habt ihr einen guten Tag erwischt? Ist alles ordentlich und sauber. Also vor 3 Monaten. Hier ein kleines Bad. Habe ich halt Glück. Hier halt. Ein kleines Schlafzimmer, ne? Was man so hat. Ich meine, ja, mir reicht das. Mein Vater hat immer das Beste gegeben, hatte dann einen Job in Bayern, wo ich noch weiß, ich weiß noch als Kind, hat er mir Fotos gezeigt, wie er altes Holzgeschirr, wie so alte chinesische Sklaven mit 2 Teereimern tragen musste. Es gibt eine Geschichte von meinem Vater, die ich nie vergesse. Er musste nach der Arbeit sich immer im Sitzen duschen, auf dem Stuhl, weil er so kaputt war von der Arbeit, ja. Und so hat er sich, meines Erachtens, hat er sich wirklich den Körper kaputt gemacht. Das war sehr anstrengend und das wurde dann leider mit Alkohol versucht zu übertünchen, dieser Schmerz und diese Anstrengung. Das Glück, in einer intakten Familie aufzuwachsen, hatte Michaela, die heute in Wien lebt. Sie hat das erreicht, was Fachleute soziale Mobilität nennen, den sozialen Aufstieg. Michaela hat 5 Geschwister und die Eltern waren arbeitslos. Doch sie förderten ihre Kinder. Man braucht, um weiterzukommen im Leben, eine Ausbildung. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also wenn man sich in der Schule gehen lässt, wenn man keinen Bock hat, keine Lust, dann hat man es noch schwerer, würde ich sagen. Eltern, die sich kümmerten. Und Bildung. Das waren die entscheidenden Punkte bei Michaela und auch bei Tom, die beide aus Hartz-IV-Familien kommen und den Absprung geschafft haben. Ich würde heutzutage auch wirklich sagen, dass das gute Leben, das ich heute führen kann, eigentlich zu 90% an meiner Familie lag. Wenn man in so einem Viertel aufwächst und die Erfahrung, die man hier macht, braucht man einfach einen Anker, der einen hält und zurückzieht ins normale Leben. Und das war für mich, vor allem meine Großeltern und meine Mutter, vor allem meine Großeltern, mein Opa. Mein Opa war ein gebildeter Mann, ein Schneidermeister, der wirklich was drauf hatte, der auch gute Rente bekommen hat und der hat immer das Beste gegeben, sich um mich zu kümmern. Also ein perfektes Beispiel dafür, wie das die Familie ein wichtiges Attribut ist, wenn man es aus der Unterschicht, wenn man so sagen kann, schaffen kann. Bildung und Familie helfen gegen Armut. Die Weichen werden also schon sehr früh gestellt, in der Kindheit, wie bei Michaela und auch bei Tom. Anders bei Patrick. Er wuchs in 3 verschiedenen Kinderheimen auf und hadert bis heute mit seinem Schicksal.
wie kann man auch ihm wirksam helfen? Was meint ihr? Schreibt uns bitte in die Kommentare oder lasst ein Like für diese Doku da. You know it too.